Ein alarmierender Hilferuf führt Polizeioberkommissarin Tanja Rauscher und Polizeiobermeister Christoph Breuer in einen Park. Eine wehrlose Frau wird von betrunkenen Jugendlichen attackiert und dabei gefilmt. Hallo! Ach. Hey, kommt mal hierher! Hey, stehen bleiben, hab ich gesagt! Hey, stehen bleiben! So, zeig mal her, was hast du noch? Hatten auch noch Video auch noch aufgenommen? Ja, sie lag da. Es war halt lustig und im Internet kriegt man doch viel Geld dafür. Also. Ey, ach komm, hört da auf mit so einer Scheiße. Ja. Jetzt gehen wir erstmal zurück und dann werden wir mal gucken, was überhaupt hier passiert ist. Im Internet kriegt man viel Geld dafür. Ja. So. Vielleicht war das die Hirneinschaltung. Kriegst du dann auch wieder. Aber mein Hund, ich brauch ihn. Schönen guten Tag, wir sind von der Polizei. Sie sind sehbehindert, wenn ich das hier richtig erkenne. Ja, ich sehe nichts. Mein blinder Hund ist weg. Ihr Hund ist weg. Ach so, darf ich mal? Das ist in, hier, halten Sie weiter fest. Das ist blinden. So, komm mal her, mein Freund. Hier war Ihr Hund dran. Und jetzt kannst du dich zu deinem Kumpel stellen. Dann möchte ich auch mal Ausweis von dir haben. Okay. Ich bin hier lang gelaufen und plötzlich schubste mich jemand und mein Hund ist weg. Ich brauche meinen Hund. Bleib jetzt schön hier stehen. Wann war denn das? Waren das, ich weiß ja nicht hier, Sie wurden ja gerade geärgert von, es waren zwei junge Männer, die sind auch noch hier. Nein, ich bin hier gelaufen und dann kam jemand und hat meinen Hund mir weggenommen und dann saß ich auf dem Boden. Und dann kamen plötzlich die zwei anderen und haben mich geärgert. Tanja Rauscher und Christoph Breuer gehen davon aus, dass es der Täter gezielt auf die blinde Frau abgesehen hat. Noch ist jedoch unklar, ob die Jugendlichen etwas mit der Hundeentführung zu tun haben. Nee. Hier ist dann noch so ein Kuvert. Gehört ist das Ihnen aus dem Umschlag, aus dem Rucksack gefallen? Was ist ein Umschlag? Gehört das Ihnen? Nee. Gehört es euch, das Kuvert? DIN A5 großer Umschlag. Das lag hier schon. Lag hier schon. Ein Kuvert liegt hier bei Ihnen und Sie liegen auf dem Boden. Also es wird immer mysteriös. Was ist denn das? Sagen Sie mir, was ist das? Das ist doch mein Hund. Ich wollte wir kümmern uns drum. Ja, es ist, ich denke mal, das ist schon für Sie. Zahl 11.000 Euro, sonst siehst du deinen Hund nie wieder. Morgen, selbe Zeit, selber Ort. Sagen Sie, haben Sie vielleicht mit irgendjemandem Streit in der Nachbarschaft? Ein Ex-Partner? Ja, mit dem Sie irgendwie ein Problem haben. Dass ich blind bin, bin ich eine ganz normale Frau. Ich habe Freunde, ganz normales Leben. Ja, gut, aber gibt ja immer, egal, das hat ja jetzt nichts mit Ihrer Sehbehinderung zu tun. Nein, alles lief super. Also Sie können sich das jetzt erstmal offensichtlich nicht erklären, warum jetzt hier ein Drohbrief bzw. ein Erpresserbrief da ist, weil der ihren Hund morgen wiedergeben will gegen 11.000 Euro. Vor allem 11.000 Euro ist ja auch eine komische Summe für mich, deswegen, also Sie können gut, okay. Marcel und Kevin, kommt mal ran hier. Dann überlegen Sie noch mal ganz in Ruhe, ob Sie nicht vielleicht doch irgendwie noch einen Hinweis für uns haben. Habt ihr irgendwas mitgekriegt? Ich meine, und ihr könnt sehen, ihr habt gesehen, sie liegt hier auf dem Boden und wolltet euch hier nur einen Jux zu machen, aber habt ihr was gesehen? Ist hier einer vorbeigelaufen? Ja. Habt ihr schon vorher irgendwas gehört? Oder habt ihr vielleicht den Hund sogar gesehen? Nee, also, ja, da kam so ein Typ, der hat uns halt 20 Euro geboten, dass wir ihr den Zettel halt da an den Stock machen. Und deswegen, das ist viel Geld. Also, deswegen haben wir halt gedacht, ja, warum nicht? Da kommst du jetzt erst raus mit der Sprache. Was war das für ein Typ? Wie alt, wie groß? Also, war ein Mann? Ja, ja. Okay. Und der hatte so eine schwarze Kapuze aber ins Gesicht gezogen. Gut, mach mal die Augen zu und dann stellst du dir den noch mal vor und das, was du siehst, sagst du mir. Polizeioberkommissarin Tanja Rauscher nimmt die Täterbeschreibung des Erpressers auf und leitet eine Fahndung nach einem bärtigen, stark tätowierten, schwarz gekleideten Mann ein. Ich würde Ihnen jetzt anbieten, dass wir Sie erstmal nach Hause fahren. Okay, vielleicht ist er jetzt zu Hause. Vielleicht ist er zu Hause, genau. Der weiß ja, wohin muss, ne? Dann kommen Sie mal mit, ich bringe Sie mal zum Fahrzeug. So, kleinen Moment, die jungen Männer möchten hier der Dame noch was sagen. Ach so, na. Es tut uns leid, dass wir so eine Kacke gemacht haben. Ja. Und, macht er sowas nochmal? Nein. Lasst euch das eine Lehre sein. Marcel, Kevin. So, dann kommen Sie mal mit. So. Am besten kippst du es weg, bringst du es entweder weg zum Pfand, ansonsten ist da vorne Mülleimer. Alkohol ist keine Lösung. Schönen Tag noch. Die Frau hat den etwa 35.000 Euro teuren blinden Hund erst seit 2 Monaten. Sie wollte mit dessen Hilfe heute den Schritt in ein neues Leben wagen und aus ihrem Elternhaus ausziehen. Der Umzug ist noch in vollem Gange. Wo ist der Hund? Schönen guten Tag. Wo ist die Mutter? Caesar, ja. Sind die Mutter, ja? Ja, wo ist denn der Hund? Auf dem Rückweg. Oh, und dann wurde ich geschubst und Caesar ist jetzt weg. Oh nee. Ja, genau deswegen sind wir hier. Der Hund ist weg.
Und wir haben auch ein Schreiben gefunden, das können wir Ihnen ganz gerne in Ruhe erzählen. Ein Schreiben? Was für ein Schreiben? Ja, also der Hund ist nicht hier. Wir haben gehofft, dass er vielleicht, weil nicht allzu weit weg war, allein hierher findet. Nee, das hätte ich gesehen, wenn er jetzt hier... Nein, was brauche ich denn jetzt? Gehören die Herrschaften zu Ihnen? Gehören die Herrschaften zu Ihnen? Ja, das sind die Umzugshelfer. Ja, ich, kann ja, ich weiß ja nicht, ob Sie umziehen, weil wir sind ja wegen alles Problem. Nein, du hast ja gar nicht gesagt, sie ist im Umzug und freut sich jetzt an ihre erste Wohnung. Sorry. Meine eigene Wohnung, dafür brauche ich schon mal ein bisschen reingehen, weil das ist ja ganz schön laut. Jetzt kommt die Müller vor. Ich würde vorschlagen, meine Kollegin hat gesagt, wir gehen einfach mal rein. Die Polizisten benötigen ein Foto des blinden Hundes, um eine Suchmeldung an alle Streifenwagen herausgeben zu können. Zudem wollen sie auch die Umzugshelfer befragen. So, tut uns leid, wenn wir Sie hier mal kurze Minute von der Arbeit abhalten, aber Sie sehen, ich renne hier die ganze Zeit mit so Hunde hier schon rum. Haben Sie eventuell den Hund gesehen, der hier zu der Dame gehört? Nee. Nicht? Seit wann sind Sie hier beim Kistenschleppen? Seit heute Morgen um 9 sind Sie hier beim Schleppen, ja? Gut. Waren Sie unterwegs irgendwie mal weg? Nee, die ganze Zeit nur Autowohnung, und schleppen und buckeln und in der Jacke sich Die Zeit ist hier halt. Ja, dann machen Sie ruhig weiter. Und, ich leg mal das schon hier hin, ja. Sie sind auch hier den ganzen Tag mit dem Umzug beschäftigt? Ja. Können Sie bestätigen, dass Ihr Kollege die ganze Zeit hier war? Ja, er war kurz Brötchen holen. Ah, er war zwischendurch mal kurz Brötchen holen? Ja. Aha. Wann haben Sie denn da Frühstück? Wann war das? Keine Ahnung, wie viel Zeit später haben wir denn jetzt? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber das ist nicht so wild. Also, entschuldigen Sie, Ihr Kollege sagt gerade, dass Sie zwischendurch mal kurz Brötchen holen waren. Ja, vorhin kurz, ja. Ah ja, und das hatten Sie uns aber nicht gesagt. Ja, ja, ich kann ja nicht. Vielleicht sind Sie das doch gewesen. Was ja, denn jetzt? Ich meine hier, wenn ich schon sehe, hier die Tattoos und so, da sind Sie doch wahrscheinlich nicht ganz koscher. Ja, wenn ich die also ja allein Tätowierungen sind ja nun nicht strafbar und deuten ja auch nicht unbedingt. Ja, nee, jetzt richtig, aber er hat ja den Hund heute Morgen noch gesehen. Und so ein ausgebildeter Blindenhund ist ja immens teuer. Vielleicht haben Sie den vertickert. Ja, ja, also wir wollen hier erstmal kein Verdächtigen oder irgendwas in den Raum stellen. Nein, noch den Umzug hier, ja. Geht um meine Tochter. Ja, das kann ich auch vollkommen verstehen. Aber jetzt hier irgendjemanden zu beschuldigen, ohne dass wir jetzt direkt was wissen, das bringt uns nicht weiter. Genau. Das wird alles also ermittelt und dann geht das auf seinen Gang nach. Äußeren. Mal was anderes. Sie haben hier mehrere Räumlichkeiten. Genau, ja. Wir würden uns gerne mal umschauen. Vielleicht hat der Hund ja doch nach Hause gefunden, ist mit einem Umzugshelfer reingeschlumpft und versteckt sich hier vielleicht irgendwo. Vielleicht ist er rein zufällig hier irgendwo reingelaufen und keiner hat es gesehen. Ja, na, ich stelle die ganze ja Zeit selber vor die Tür und habe den Umzug koordiniert. Ja, aber Sie wissen ja selber, ein Blindenhund schlägt nicht an. Der geht dann wieder nach Hause, legt sich in seine Ecke. Der bellt nicht wie ein anderer Hund, der nicht erzogen ist. Ja, aber der ist ja groß genug. Und den würde ich doch sicher haben. Na ja, das geht um, Sie haben uns eben selber wir erklärt. Ja der Hund schauen. Ist Schweine für Geld wert. Das ist doch nur ein Versuch. Um ich meine, Ihre Tochter hat vollkommen recht. Der Hund ist teuer. Was soll das jetzt? Nein, weil ich habe die Tür extra zugemacht, damit die Umzugshelfer nicht meine privaten Sachen hier rausschleppen. Sehe ich aus wie ein Umzugshelfer? Also dürfte ich da mal kurz einen Blick reinwerfen? Schön. Es ist ja nichts Böses. Wir suchen nur einen Hund, der ist teuer, wie Sie wissen. Genau. Ja? Und es kann ja sein, dass er dann doch irgendwie hier reingeschlüpft ist, obwohl durchs Fenster kann er nicht gekommen sein, nicht wahr? Was befindet sich was da ist hier? Das ist mein Büro halt. Da sind auch noch lassen mal Lass uns da einfach auch mal einen Blick reinwerfen. Ja. Bitte. Ja, sehr ungerne. Ja, wir sind auch ruckzuck wieder draußen. Machen sich keine Sorgen. Das ist alles hier Routine für uns. Wir sehen das nicht zum ersten Mal. Hoppala! Ja, Hallöchen! Na, Hallöchen! So. Na los, gehen wir zum Frauchen. Jetzt Ihr Arbeitszimmer und der Hund. So, jetzt fehlen mir die Worte. Mama, was ist hier los? Wie kommt der hierher? Ich meine, jetzt ist der Hund hier hinten drin. Und ich habe den Verdacht, dass er nicht einfach so reingekommen ist, heimlich. Gut, jetzt besser? Ja, Gott sei Dank. Ihr habt das nur für Sie zum Selbstschutz gemacht. Ich verstehe. Versteh doch mal. Ich dachte, du kannst doch nicht alleine wohnen. Natürlich. Doch, du hast dich lange genug um mich gekümmert. Aber du kannst doch nicht alleine bleiben. Ja. Guck dir das. Ich bin doch mal in deiner Nähe. Jederzeit hätte dir sowas passieren können. Warum machst du das? Ich kann mich viel besser beschützen. Ich liebe dich nur deswegen. Die Mutter gibt zu, hinter der fingierten Erpressung zu stecken und dass sie mit dieser Aktion den Auszug ihrer 25-jährigen Tochter verhindern wollte. Ich habe das nur gemacht, um sie zu beschützen. Sie kann doch nicht alleine wohnen. Sie ist doch auf mich angewiesen und so ein Blindenhund ist ja alles schön und gut, aber der ist doch nicht so sicher für sie da wie ich. Sie ist eine selbstständige, erwachsene Frau. Ja, aber sie ist blind und sie ist blind, sie hat ja von mir auch so gelernt und ich bin ihr Schäfer ja, und ich aber bin ihr seien Blindenhund. Seien Sie mir nicht böse, Sie haben hier eine Straftat vorgetäuscht. Ja,
Das war aber. Wie kommt denn. Eine Notsituation. Das kann man alles untereinander regeln oder, weiß ich nicht, man sucht sich eine Wohnung in unmittelbarer Nähe, alles kein Thema. Das geht schon mal ja nicht. Ihrer Tochter hätte da Tatsache wirklich was passieren können, ja? Das ist das eine. Wir sind jetzt fertig soweit. Alles okay? Kommt jetzt noch irgendwas oder? So, jetzt, weil Sie gerade da sind, jetzt überlegen Sie mal, ob Sie den Brief nicht vielleicht doch kennen. Weil die Täterbeschreibung passt nämlich irgendwie auf Sie mit Ihrer Jacke. Ey, das reicht mir jetzt. Sie hat mir einen Hunderter geboten, damit ich irgendwie einen Hund hierher hole und einen Brief abgebe. Mehr weiß ich nicht. Aha. Ist mir jetzt auch langsam zu blöde, Alter, hier irgendwelche Lügenscheiße zu erzählen. Ich hab damit gar nichts zu tun. Also, Sie haben den Hunderter genommen, haben Black den Brief genommen, haben ich den... Ich krieg kaum Geld auf der scheiß Arbeit. Das glauben wir Ihnen gerne. Also das heißt, Sie haben gesagt, ich verdoppel deinen Lohn. Weiß ich nicht. Und dann haben Sie einen Brief ab und holen einen Hund her, mehr nicht. Gut, okay. Und den Hund haben Sie dann der anderen Dame entwendet? Oder wie haben Sie das gemacht? Ich wollte ihn eigentlich nur mitnehmen. Die sieht ja nichts. Weiß nicht. Sie hat gesagt, hol den Hund hierher. Mhm. Mehr nicht? Gut, okay. Nee, ja, dass du hingeflogen bist, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Aber das ist voll schön. Ey. Und von dem Hunderter haben Sie noch einen 20 abgezwackt für die beiden Bengel, die dann ihren. Nein, es ist warm. Ich habe einen Kopf voll gehabt. Ich habe vergessen, den Brief abzugeben. Und dann standen die beiden da und hatten, weiß nicht, kein Bier mehr. Und ich dachte, die könnten 20 gebrauchen. Dann geben die Scheiße ab und ich habe damit nichts zu tun. Kann schnell wieder zurück. Hat sich die Sache schon mal geklärt. Ich hätte ganz gerne nochmal Ihren Ausweis, denn zumindest, so wie es aussieht, sind Sie daran beteiligt, in welcher Form auch immer. Als Zeuge definitiv. Und deswegen würde ich ganz gerne mal Ihre Personalien aufschreiben. Also ich muss natürlich sagen, dass der Umzugsherr von Robert hier irgendwo schon so war, zumindest wenn er nichts weiß, hätte ahnen können, dass es hier irgendwie nicht alles ganz koscher ist. Er holt den Hund von der Blinden und die Mutter hat es beauftragt. Also irgendwie fragt man sich, warum weiß die Tochter nichts von. Dann soll er einen Zettel hinterlegen. Ich kann die Motive verstehen, dass er wenig Geld hat, aber nichtsdestotrotz hätte er sich mal so ein bisschen hinterfragen müssen. Und wir wissen ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deswegen müssen wir sehen, ob wir ihn da als Mittäter noch behandeln oder nicht. Vortäuschen einer Straftat, das ist kein Kavaliersdelikt, da wird auf jeden Fall was auf Sie zukommen. Ja, nur so als Hinweis. Das nehme ich als mit. Die Mutter erhält außerdem eine Anzeige wegen Anstiftung zu einer Straftat. Der Umzugshelfer muss sich wegen Raubes und Körperverletzung verantworten. Ihnen noch einen schönen Tag und Sie sollten sich mal wieder zusammensetzen und Sie sollten Ihr Kind mal sich abnabeln lassen. Die blinde Frau ist mittlerweile mit ihrem Hund in eine eigene Wohnung gezogen. Mutter und Tochter haben sich ausgesprochen und sehen sich regelmäßig.